Ja, willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von Steelers TV Talk. Wieder Nachwuchsbereich Talk heute. Heute haben wir zu Gast hier Jonah Rousseau. Hallo, Jonah. Hallo. Ja, Jonah ist 9 Jahre alt, spielt für die U12 der Hamburg Steelers, besucht unter anderem auch die Baseball-Akademie und wir wollten Jonah heute mal ein bisschen löchern zu dem, was er so in seinem Baseball-Leben hier erlebt und fangen erstmal ein bisschen persönlich an. Wie lange spielst du denn schon Baseball, Jonah? Also ich spiele seitdem ich 3 bin und ich spiele halt 7 Jahre. 7 Jahre spielst du schon Baseball jetzt, ja super. Wie oft trainierst du denn so in der Woche jetzt bei den Steelers oder in der Akademie? Wie oft machst du da Baseball? Also Montag und Mittwoch habe ich Akademietraining. Dienstag ist so U15 und U12 und dann Freitag ist halt Schüler. Okay, also auch 4-mal die Woche quasi hast du ja. Baseballtraining. Ja, das ist ja schon mal beachtlich auf jeden Fall. Viel zu tun hast du da, ne? Ja, jetzt warst du vor 2 Wochen auch in Prag mit einer Auswahlmannschaft, mit den Future Stars heißen die. Das ist so eine U10-Auswahl quasi, genau, von der Deutschen Baseballakademie auch. Mit ein paar Coaches. Wie war denn das Turnier so für dich? Hast du da viel erlebt? War das cool? Habt ihr da viele coole Spiele gemacht? Also am Anfang war es eigentlich sehr einfach. Aber danach im Halbfinale, Viertelfinale und so war es halt schwerer. Und an sich war das Turnier ganz gut. Ah, cool. Welchen Platz habt ihr belegt in der Gesamtbewertung hinterher? Den ersten. Erster Platz geworden. Ja, super. Gratulation nochmal dazu. Das haben wir schon gehört. Und nächstes Wochenende geht es für dich ja gleich weiter. Da geht es ja nach Paderborn zum Little League Qualifier. Freust du dich da auch schon drauf? Ja. Ja, das wird bestimmt auch super Niveau da, super Teams. Was passiert, wenn man das Turnier in Paderborn gewinnt? Also, dann kann man nach Polen fahren. Nach Polen, nach Kutno, glaube ich, ist das die Little League-Anlage. Und wenn man in Polen dann in Kutno gewinnt, wo kommt man dann hin? Also dann fliegt man in die USA. Zum Little League-Turnier quasi. Das sind die Qualifizierungsrunden dafür. Ja, super. Da drücken wir natürlich ganz doll die Daumen auf jeden Fall, dass ihr da mit eurem Team sehr gut abschneidet. Ne? Ja, wer ist denn hier bei den Steelers oder allgemein U10, überall, wer ist denn da so dein Lieblingstrainer? Hast du einen Lieblingstrainer? Und wenn, ich habe 2. 2 Lieblingstrainer. Also ist. Uli und David. Uli Wermuth? Ja, Uli Wermuth, der die U10, die Future Stars auch als Head Coach betreut. Und David, der halt hier unsere Akademie macht. Werden die beiden sich bestimmt freuen, dass du das hier sagst. Hast du einen Lieblingsspieler irgendwie allgemein? Spieler aus MLB, irgendwas? Wer ist denn dein Lieblingsspieler? In der MLB ist mein Lieblingsspieler Anthony Volpe. Ah, das okay. ist der Shortstop bei den Yankees. Ah, cool. Welche Position spielst du? Shortstop, Second Base, Pitcher, manchmal auch Outfield. Okay. Also fast überall. Also da, wo der Coach dich braucht quasi. Das ist immer am besten. Aber wenn du alles spielst, ich sehe dich ja auch immer fleißig. Viel Infield trainierst du auf jeden Fall, ne? Dann würde ich sagen, wir wünschen dir auf jeden Fall für nächstes Wochenende mit deinem Team in Paderborn alles Gute und drücken ganz doll die Daumen. Und wenn das da alles klappt, dann sehen wir uns hier spätestens nach dem Trip in die USA dann wieder und dann holen wir dich nochmal hier ins Interview rein, ja? Schön, dass du da warst, Jonah. Hat uns gefreut. Bitte.